Alter, was geht ab, Leute? Hier? Wieder auf dem Weg zum Westpark, wieder auf der Jagd nach Shiny Onyx. Ich habe zu viele Berichte gehört von Leuten, die Shiny Onyx bekommen haben. Die Chance kann ich mir nicht entgehen lassen. Und neues Shirt am Start, euer Shirt. Also gibt schon länger das Motiv, aber ich habe es mir jetzt erst bestellt. Ich mache nicht auf Werbung für den Shop, aber schaut vorbei. Ansonsten natürlich, wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, gebt einen Kommentar und gebt ein Abo. Und jetzt schauen wir mal, ob wir Glück haben heute. Ich befürchte aber nicht, ne. Ja, Moment. Oh, noch einer. Hat irgendwie kriege ich öfters an Onyx vorbei. Der auch nicht. Und der. Immer noch keiner. Ich habe ein paar Kollegen getroffen. Die sind jetzt ein bisschen rumgegangen. Ich glaube, zweiter Konz von denen haben meinen Schein bekommen, aber bei uns immer noch Flaute. Moment, ich lasse mal den Typen da vorbeilaufen. Erstmal Grüße gehen raus an alle Lisa. Lisa ist eine schöne Frau. Fakt. Ja, ansonsten bin ich mit dem Kollegen Danny, gerade aus Kassel, beste Freunde geworden. Blende ich hier nebenbei nochmal ein. Ich glaube, seine Freundin hat heute Geburtstag. Auf jeden Fall stand in seinem Profil Happy Birthday, Kati. Also Grüße gehen raus. Alles Gute, Kati. Ja, ich drehe hier noch ein paar Runden. Die anderen sind Macaronis. Macaroons. Holen gegangen, nicht Macaroni. Macaroons. Holen gegangen. Checken so einen speziellen Shop ab. Aber ich habe lieber Interesse an Onyx. Ah ja, Tag 2. Shiny Onyx Jagd. Erfolglos. Es hat wieder angefangen zu regnen. Jetzt geht's wieder auf dem Nachhauseweg. Deswegen mache ich noch hier ein paar Arenen. Letztens bei meiner Arena-Tour hat mich einer angesprochen. Der hat mich dann gefragt, ob es Spaß macht, alle zu kicken. Der war richtig, richtig salty, dass ich da meine Arenen mache. Ich meine, ja, es macht Spaß. Deswegen mache ich es ja. Auf jeden Fall, ich glaube, es war Godsfeed oder Goodsfeed. Alter Mann, yo, das nächste Mal, wenn du ein Problem hast, bleib stehen und sag's mir ins Gesicht und nicht beim Vorbeigehen, wie so eine kleine Muschi. Danach hat er mich noch aus allen Arenen gekickt. Erstmal beschweren und dann selber machen. Lächerlich. Ich wollte dann selber nochmal hin und ihn kicken, aber dann dachte ich mir, tauchen wir lieber unter. Und wenn er denkt, wir sind weg, er hat gewonnen, dann schlagen wir zu. Ja, ich mache jetzt meine Arenen und dann schauen wir mal. Aber an sich passiert hier, glaube ich, heute nicht mehr so viel. Erstmal, was geht ab, Leute, Hunger? Ja, nach den Arenen habe ich nicht mehr viel gemacht. Wir schauen uns kurz einen Track an von einem Zuschauer. Link ist unten in der Beschreibung. Keine Werbung, kein Hype. Einfach nur ein Zuschauer, der gerne Musik macht und könnt es gerne abchecken, falls euch sowas interessiert, falls das eure Musikrichtung ist. Und dann könnt ihr gerne euer Feedback abgeben. Wir spulen mal zu der Stelle vom Kollegen. Ja, das ist der Kollege. Das ist schon ein krass Klischee, aber wie gesagt, falls es eure Richtung ist, schaut's mal vorbei. Aber ist auch eine coole Sache. Auf jeden Fall, schauen wir wieder hier rüber. Eigentlich hatte ich vor, über ein Thema zu reden. Und zwar, dass Pokémon Go momentan ja so richtig im Down eigentlich ist. So ein richtiges Sommerloch. Und allgemein Loch, hat nichts mit dem Sommer zu tun. Raids. Ja, jetzt die letzten paar Monate raid-technisch vollkommen uninteressant. Ich zum Beispiel mache eigentlich nur noch Shinox, Alola Raichu und Alola Knogger. Kyogre interessiert mich so null. Groudon, was jetzt dann danach kommt, interessiert mich so null. Xeda war jetzt, naja, es war halt Shiny da, aber nach dem einen Shiny eigentlich auch null Interesse. Und davor Vesprey, ja. Und davor, ja. Das war eigentlich vor Vesprey. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, auf jeden Fall, raid-technisch echt nicht so großes Interesse. Und ich habe das Thema ja schon mal angesprochen, jetzt mit dem Glückstausch muss man auch nicht mehr so viele Raids machen, um sich da einen guten zu ergattern, weil man kann einfach einen Glückstausch machen und die Chance ist relativ hoch, dass der einigermaßen gut wird. Ich sag mal mit einem Doppelbonbon, aber es juckt eigentlich auch niemanden.
nächsten Monat nach GoFest Dortmund ist dann, das ist dann Doppel-EP der Bonus. Das interessiert auch nicht mehr so viele, also EP. Ihr wisst ja, EP nach Level 40, dies, das. Gibt eigentlich auch kaum noch welche. Und dann Staub, das, ja, Staub ist noch interessant. Zum Tauschen braucht man Staub, zum Pushen, für die Attacken, für PvP und so. Also Staub ist immer noch sehr interessant. Aber jetzt habe ich schon viel zu viel drüber geredet. Wie gesagt, das sollte eigentlich ein Thema für das nächste Video sein. Für das Video heute kamen noch ein paar Neuigkeiten rein. Die besprechen wir erstmal. Feldforschung ab Juli. Alter, die Feldforschung. Ich habe da bisher gesamt noch nie was Gutes rausgezogen. Kein Shiny. IV-technisch, das Beste war 96. Was ich bereits hatte, also. Also ich habe mit Feldforschung absolut kein Glück. Aber ab Juli ersetzen Kyogre und Godon Ho-Oh und Lugia. Ich habe gerade von Kyogre und Godon gesprochen. Ich denke, das ist so übersättigt mit Kyogre und Godon. Ich mochte das alte Feldforschungssystem, wo ein Monat dann irgendwas kam und dann nächster Monat wieder was anderes. Und ich mochte auch, dass es halt nicht nur Legendäre waren, sondern auch zum Beispiel Ninja Tom war geil. Das war interessant. Auch Galaxo mit Legacy Moveset, das fand ich gar nicht so schlecht. Jetzt diese Überschüttung, Überhäufung, Übersättigung mit Legendären. Neue Form von Pandya auch am Start, mal endlich wieder. Gab es irgendwie schon länger nicht mehr und ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe einen verpasst oder so. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber eigentlich gab es immer jeden Monat einen und dann irgendwie hat es aufgehört. Und jetzt ist er wieder zurück, ab Juli. Und das Überraschende, mit Shiny-Möglichkeit. Das ist sehr interessant. Ich will mir auf jeden Fall ein paar Shiny gönnen. Für die Shiny-Jäger ist halt verrückt, weil die brauchen halt jede Form in Shiny. Rein theoretisch. Kommt drauf an, was für ein Shiny-Jäger du bist, aber Shiny Living Decks, bla bla. Die kann man dann wieder jagen und das ist perfekt, weil wir haben momentan eine Questmap in München. Kann man gerne nutzen. Bei Events, ich habe es für Onyx genutzt. Aber jetzt so ohne Event gibt es eigentlich keine Quest, die mich interessiert. Aber jetzt halt ab Juli gehe ich natürlich auf die Jagd nach Pandya. Und letzte Neuigkeit. Es ist soweit. Die letzte Form von Deoxys. Initiativform, Speedform, was auch immer, wird kommen. Die nächste Einladung, also nicht die, die ihr gerade im Beutel habt, sondern die nächste, die wir bekommen, die wird dann für die letzte Form sein. Ja, Deoxys nicht so beliebt. Mewtwo X-Rays waren so krass gehypt, das hat so Spaß gemacht. Deoxys hat niemanden interessiert, leider. Ich bin gespannt, was danach kommt. Ich hoffe wieder was Gutes, was die Leute motiviert und das X-Rays dann wieder hypen wird, weil die Deoxys-Zeit war echt leidend. Falls ihr Vermutungen habt, was danach als X-Rays-Boss kommen kann, gerne unten in den Kommentare. Und ich werde jetzt noch meinen 100er Deoxys Verteidigungsform maxen. So, da haben wir ihn. 100er Deoxys Verteidigungsform. Am ersten Tag, wo er rauskam, war nicht mein erster Raid, war mein zweiter. Gönnt euch gerne nochmal das Video, war lustig. Ja, viele fragen sich jetzt oder werfen mir vor, hey, mit dem kann man doch eh nichts machen. Ja, das stimmt, aber mit den meisten kann man nichts machen. Geht ja nicht immer um Nutzen, sondern einfach um Sammlung. Und da ist sowas natürlich schon sehr schön. Ich meine, ich habe jetzt 300er aus dem X-Raid. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Quote. 300er und 98er, also. Wobei, von dem habe ich, glaube ich, auch einen 98er. Darauf habe ich da gar nicht mehr geachtet. Doch, doch, von dem habe ich auch einen. Also 300er und 298er aus dem X-Raid habe ich. Oh, was gibt's sonst noch zu sagen? Harry Potter Go lauert. Bin gespannt. Also der Hype bildet sich langsam, baut sich langsam auf. Das hypt mich auch jetzt schon langsam. Ich bin gespannt, ich bin bereit. Wird wahrscheinlich heute oder morgen soweit sein. Heute Abend vielleicht, heute Nachmittag. Dann kann es losgehen. Ich habe noch nichts angeschaut, also ich gehe da blind rein, weil es gibt ja schon Orte, wo man das zocken kann und die haben bereits Videos, aber ich würde gerne blind reingehen und mich da überraschen lassen und alles selber ausprobieren, lernen. Und in den Kommentaren, wie es bei euch so lief mit Deoxys. Habt ihr da einen guten, habt ihr da viele gemacht? Ich war eigentlich jede Woche, auch so jetzt auf der Tour, da habe ich ein paar verpasst, da habe ich sogar einen in Kassel gemacht, fast jede Woche. Mindestens einen gemacht, wenn nicht sogar zwei oder drei. Mehr als drei kommt eigentlich nie zustande, weil die meisten Einladungen sind immer um 13 Uhr oder 14 Uhr und die überlappen sich halt. Fast hätte ich auf neue Attacke geklickt. So, die letzten zwei. Ja, nicht sehr beeindruckend, die Werte. Aber egal. Oh, sollte vielleicht ein paar andere Attacken reinhauen. Das machen wir irgendwann mal. Das war's erstmal von mir, Leute.
Wie gesagt, checkt den Song vom Kollegen ab. Gebt eure Meinung ab, falls ihr da Interesse an dieser Musikrichtung habt. Shiny Onyx Jagd, wieder mal erfolglos. Ein paar Tage habe ich noch Zeit. Mal schauen, ob ich da nochmal vorbeischaue. Shiny Panier kommt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde den jagen. Und die Deoxys-Zeit ist zum Glück bald zu Ende. Und danach gibt es hoffentlich einen neuen X-Ray-Boss. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.